Ey Leute, ich zeige euch heute die besten Spieler, die ihr in FIFA für unter oder um den Dreh 10.000 Coins bekommen könnt. Also wenn ihr noch kein gutes Team habt oder wenn ihr erst am 1. Oktober oder am 27. September das Spiel spielen könnt, dann passt ihr auf jeden Fall auf, holt euch Notizblock und Stift und schreibt euch diese Namen auf, die ich euch gleich sage. Und ich erkläre euch auch genau warum. Also wir sehen hier erstmal Vinicius Junior in Form. Natürlich kein Spieler, den man für 10 oder unter 10 bekommt. Ich wollte nur nicht den ersten Spieler schon spoilern. Aber Vinicius Junior übrigens eine sehr gute Karte. Wenn ihr irgendwer haben will, holt ihn euch. Er kostet um den Dreh 150.000, das muss ich dazu sagen. Aber ich finde, er lohnt sich auf jeden Fall. Erinnert mich sehr an Neymar. Aber das wird sich noch zeigen. So, den ersten Spieler, den wir haben, ist Malen. Das wird wahrscheinlich ein Begriff für viele von euch sein. Also Malen kostet unter 5.000 Coins. Malen hat 4 Sterne Skills und 3 Sterne schwacher Fuß. Und wie man sieht, sehr schnell, unglaublich guter Pace Speed. 90 Sprintgeschwindigkeit. 89 Antritt, gute Dribblingwerte, Stärke mit 75, voll okay für einen Stürmer, Abschluss 82, sehr gut für die momentane Situation in FIFA und mit einem Chemistry Style würde er sogar noch viel besser funktionieren. Ich würde ihm auf jeden Fall einen Sniper oder einen Marksman geben, einfach um mal nochmal diesen Schießen-Stat zu boosten oder Dribbling und Physis. Also da würde ich auf jeden Fall zu einem Marksman oder Sniper greifen, aber das könnt ihr euch auch selber entscheiden. Malen definitiv auch eine gute Option für Hybrids, denn es gibt auch den einen oder anderen holländischen Spieler, der sehr, sehr gut ist und generell die Bundesliga auch dieses Jahr sehr stark vertreten, auch vor allen Dingen was die Innenverteidiger betrifft und auch die Mittelfeldspieler mit Sabitzer, Emre Can, Jude Bellingham, sehr, sehr geil. Wir kommen direkt zum nächsten Spieler, da gehen wir mal in eine andere Liga und zwar haben wir jetzt hier Luis Muriel. Muriel, sehr kompletter Stürmer, nicht ganz so schnell wie Malen eben, aber immer noch sehr schnell und ich habe das Gefühl, dass 89 oder Ende 80er dieses Jahr auch um einiges besser sind als letztes Jahr, weil wir haben dieses Jahr nicht so viele Spieler mit 90 plus Tempo. Und Muriel auf jeden Fall schon mal um einiges besser, was Schießen betrifft. Also der Schusswert von Muriel besser als von Malen, hier mit 85 Stellungsspiel, 84 Abschluss, Schusskraft 82, Weitschüsse 84, also sehr gut, auch unglaublich gute Dribblingwerte. Muriel kann man sich auf jeden Fall mal holen, gute Workrates, hoch-medium, perfekt für einen Stürmer, finde ich. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, also Muriel auf jeden Fall einer, den man sich für die Serie A holen kann, die Serie A auch ganz gute Spieler. Im Sturm hat man leider nicht so viel Auswahl, aber wenn man Muriel hat, dann braucht man auch keinen anderen mehr. Wir gehen weiter zu Romero. Okay, Romero habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Der Typ hat gering hohe Arbeitsraten. Ist ja eigentlich jetzt egal, was er für Skills und Weakwood hat. Er ist 1,82 groß, also sehr, sehr gut für einen Innenverteidiger. Natürlich geht er noch mehr, aber das reicht auf jeden Fall. Da hat man keine Probleme mit. Und wenn man sich mal die Stats anguckt, der Typ hat 80 Antritt, also fühlt sich schon mal sehr viel schneller an als diese 76 Tempo, die er hat. Er hat sehr gute Physiswerte und sehr gute Verteidigungswerte. Also Stärke 82 sehr gut und überall 80er und 80 plus im Verteidigen und Physis. Also sehr geil, 89 Aggressivität, sehr, sehr nice. Ich würde ihm Anker geben oder halt direkt einen Shadow. Ich denke, mit einem Anker ist man da gut bedient, hat er ungefähr so 85 Antritt und kommt auch um die 82, 83 Tempo, was für einen Premier League Verteidiger, der 2000 Coins kostet, unglaublich krank ist. Also Romero auf jeden Fall nicht vergessen, wenn ihr euch ein Premier League Team machen wolltet und wenn ihr die erste Wiki League auf jeden Fall schon mal stabil antreten wollt. Und wir gehen direkt zum nächsten im Verteidiger und das ist ein bisschen krass, denn Godfrey ist der einzige Non-Rare Spieler, den ich hier in der Liste habe und wie ihr sehen könnt, Godfrey hat 83 Tempo. Einfach so. Defensive ist okay. Physis wieder sehr gut. 83 Stärke reicht. Was mir bei seinem Tempo aber auffällt, 90 Sprintgeschwindigkeit, 74 Antritt. Da merkt man auf jeden Fall schon, dass es nicht 83 Tempo ist. Aber wenn man da jetzt noch einen Anker raufhaut, was natürlich auch der Defensive und der Physis nochmal einen Boost geben wird, dann kommt man hier auf sehr kranke Werte. So 80er, Anfang 80er Antritt. Und fast 99 Sprintgeschwindigkeit für einen Innenverteidiger, der 1,83 groß ist und mit Mittel und Hoch gute Arbeitsraten für den Verteidiger hat. Sehr geil, kann ich nur empfehlen. Wo wir gerade bei Innenverteidiger sind, die einen sehr überraschen. PP muss ich, glaube ich, keinen erwähnen, oder? Also 1,88 groß, mittelhohe Arbeitsraten. Es ist krank. Vor allen Dingen, was man dieses Jahr in der portugiesischen Liga für Teams bauen kann. PP wirklich der Standard-Innenverteidiger Nummer 1, wenn man sich in der Liga bewegen möchte. Daneben dann vielleicht noch ein Vertonghen oder so. Also da hat man auch die ein oder andere Auswahl und auch die Außenverteidiger. Es gibt einen Stronglink bei Porto für ihn mit 93 Tempo, glaube ich. Aber so genau weiß ich das gar nicht.
auf der Linksverteidigerposition, aber nochmal zu Pepe selber. Natürlich 94 Aggressivität, wem wundert's. Physis generell einfach unglaublich gut. Defensive auch gut, sehr stark. Bei ihm wieder ein Anker oder ein Shadow, natürlich, wie man das bei Innenverteidigern macht. Aber alleine 80 Tempo bei Pepe, ich weiß nicht, wen er bedroht hat, aber es könnte auch einfach ein Barcelona-Fan gewesen sein, der die letzten Jahre die Ratings gemacht hat und jetzt ist ein Objektiver dran. So, wir gehen direkt weiter. Es geht diesmal weg von der Defensive. Wir gehen wieder in die Offensive natürlich zu Richarlison. Einer, der sich jetzt nicht durch seine Sets auszeichnet. Also natürlich gutes Set. 83 Tempo ist ein guter Wert. 78 Schießen ist okay. 83 Dribbling, klar. 80 Physis schon wieder sehr gut. Aber das Krasse bei Richarlison ist, dass er 4 Sterne Skills hat und 5 Sterne schwacher Fuß, was dieses Jahr, glaube ich, so unglaublich wichtig ist. Und die Stats alleine, 85 Antritt ist schon mal ganz gut. Das Dribbling weiß ich jetzt nicht, weil er sich so ein bisschen wie ein LKW anfühlt, aber alleine Schusskraft 83, Weitschüsse sollte man nicht probieren, aber ich denke, schießen kann man gut mit ihm. Und er hat auch einen guten Stärkewert, also ein solider Stürmer für die Premier League. Hier hat man jetzt noch Barella. Wenn ihr Barella noch nicht kennt, das ist nicht die Soße. Das ist der Typ aus der Serie A, der den ekelhaftesten Boost bekommen hat. Und zwar hier 78 Tempo, ne? 86 Dribbling, krank. Fast überall nah die 80 gekratzt. Nur bei Schießen und Defensive fehlt da ein Stück. Sehr guter Box-to-Box-Midfielder. Unter 10.000 Coins, sehr krass. Drei Sterne ist natürlich nicht das Geilste. Aber hoch und hohe Arbeitsrate bei einem Box-to-Box ist sehr cool. Und er hat auch 95 Ausdauer, also mit dem könnte er das ganze Spiel den Platz hoch und runter rennen, das ist gar kein Problem. Wo wir gerade bei hoch und runter rennen des Spielplatzes sind, Jude Bellingham, geiler Typ, 87 Ausdauer auch. Nicht so gut wie Barella, natürlich 5 Ratings weniger, aber immer noch gut ausgeglichener Spieler und auch einen Stronglink zu Marlin, was sehr cool ist. Viele Leute spielen schon mit Bellingham, die finden ihn auch ganz gut. Bellingham auch noch eine gute Karte, 3 Sterne Skills natürlich nur, aber hier auch die hoch zu hoch Arbeitsrate und auch relativ groß mit 1,86, 4 Sterne schwacher Fuß, kann man mit Bellingham nichts falsch machen, 1500 Coins, dann habt ihr ihn, also sehr geile Karte, vor allen Dingen für den Anfang. Dann haben wir jetzt hier noch jemanden, den ich mir fast geholt hätte, weil der mich so unglaublich geflasht hat, und zwar haben wir jetzt hier Luis Diaz, auch von Porto, also ihr merkt, die portugiesische Liga ist gar nicht so schlecht dieses Jahr, sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken. Mit 92 Tempo natürlich unglaublich schnell. 1,80 ist eine gute Größe. Hochmittel, gute Arbeitsraten. 4 Sterne, sehr gut. Und das Schöne bei ihm, er hat gute Sets natürlich, aber er hat auch einen Inform. Und dieser Inform geht für 15.000 Coins. Also wenn ihr ein bisschen mehr habt, dann holt euch Diaz. Wenn ihr noch nicht so viel Coins habt für einen Spieler oder es einfach nicht ausgeben wollt, dann wartet bis Mittwoch, bis er aus dem Team der Woche raus ist und kauft die normale Karte, die dann vielleicht auch so für 3.000 bis 4.000 Coins gehen wird. Und dann könnt ihr in der Liga aus Portugal sehr viele krasse Spieler rausholen. Also Pepe, wir haben Diaz, wir haben Vertonghen, wir haben Uribe, der sehr geil ist. Nunez als Stürmer, eine Mischung aus Körper und Speed. Also sehr cool. Und Rafa mit 94 Tempo auf dem rechten Flügel. Alle sehr günstig, alle für unter 5000 Coins. Sehr geil. Dann haben wir jetzt hier noch jemanden, den ich in meinem Team spiele. Das ist Correa. Vorne ab, Correa ist natürlich nicht der schnellste, aber sein Dribbling ist sehr cool und macht ihn sehr beweglich. Sehr geile Karte, also 86 Antritt, 85 Sprintgeschwindigkeit, sehr cool. Reicht für mich, ich habe einen Hunter drauf, aber auch ohne wäre das absolut kein Problem. Ich habe mit seinem Speed noch keine Probleme gehabt, aber halt auch nicht das Gefühl gehabt, dass er Leute komplett abhängt. Schuss, sehr gute Stats. Elfmeter lasse ich natürlich nicht schießen, aber allein Abschluss und Schusskraft und so auch nochmal durch den Hunter geboostet, sehr gut, der ist sehr sicher vorm Tor, aber was man bei ihm nicht unterschätzen darf, das Passen, das sieht jetzt hier sehr durchschnittlich aus, aber ich spiele Correa in einem 4-3-2-1 und wie man bei Correa sehen kann, er hat 23 Vorlagen, natürlich sind da auch 3-4 Spiele von Squad Battles drin gewesen, aber der Rest war Rivals und das Geile an Correa ist, dass man dieses Spiel, was ich spiele mit ihm, sehr gut machen kann. Also ich lasse meine Flügelspieler dann in die Mitte ziehen und die Abwehr überlaufen und er macht die Pässe, die Steilpässe, die durch die Lücken gehen. Und das klappt sehr gut momentan. Und da bin ich mit Correa auch sehr zufrieden. Der könnte mit einem richtigen Chemistry-Style auch bestimmt als ZOM spielen, wenn man ihm Passen-Boost gibt. Deswegen guckt da auf jeden Fall rein, das Dribbling wird euch nicht enttäuschen. Und Correa, gute Karte, kann ich weiterempfehlen. Kostet 8.000 Coins, wenn ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne. Also einer der teureren in diesem Squad. Dann kommen wir wieder zu jemandem, der natürlich wieder wie jedes Jahr
eigentlich ziemlich oft zu finden sein sollte. Wir haben Diogo Jota, 88 Antritt, sehr gut, besser als die 84 Tempo. Man will es erst nicht glauben, aber vor allen Dingen auch das Schießen von ihm sehr gut. 84 Schusskraft, 84 Abschluss, mega gut. Dribbling, sehr starke Werte, alles über 80 um den Dreh, so 85, 86 die Sets. Stärke ist auch okay, passen auch akzeptabel, würde ich mal sagen. Und das Geile bei ihm, er hat natürlich 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills. Leider aber auch hohe Arbeitsraten, was für einen Flügelspieler nicht so geil ist, aber man kann ihm ja durch die Anweisung sagen, dass er nicht nach hinten gehen soll und dass er die Abwehr überlaufen soll. Da sehe ich ihn auf jeden Fall. Der ist sehr gut vom Tor. Ist es dann, glaube ich, gewesen. Also wir haben hier jetzt nochmal das ganze Team, zeige ich euch nochmal genau. Wenn ich euch sagen kann, wen ich hiervon am ehesten kaufen würde, ich bin mit Correa sehr zufrieden, aber ich glaube, Malen wäre der beste Spieler aus diesem Team, den man kaufen kann. Und in der Verteidigung würde ich dann einfach Pepe nehmen und den mit Diaz verlinken. Weil Pepe und Diaz und dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie er heißt, es gibt den Linksverteidiger von Porto mit 93 Tempo, der ist da die perfekte Verbindung und im Tor dann vielleicht einen Spieler aus der portugiesischen Liga und ihr habt eine bombensichere Verteidigung. Also vielleicht kriegt ihr ja einen Hybrid mit Liga NOS und der Bundesliga hin, wäre auf jeden Fall cool. Ich kann euch diese Spieler empfehlen, alle für unter 10.000, also für jeden, der hier gerade irgendwie neu anfängt, kann sich ja ein oder zwei Spieler aus diesem Team rauspicken und dann um die ein Team bauen. Die Spieler werden auf jeden Fall nicht enttäuschen, also ich kann euch dafür mein Wort geben, wenn ihr euch zum Beispiel Malen kauft, der wird euch Tore schießen und der wird die Abwehr überlaufen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Team bauen und seht mal zu, dass ihr ein paar mehr Coins bekommt, denn dann kommen auch Leute wie Vinicius Junior oder vielleicht auch Once-to-Watch-Karten, die am 1. Oktober rauskommen in euer Team, also vergesst das auf jeden Fall nicht. Once-to-Watch-Karten, sehr cooles Konzept. Diesmal mit Ronaldo Messi, wird witzig. Vielleicht zieht ihn ja irgendwer. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken und Kuss geht raus, der halbe zum Tod. Stay home.